So Leute, willkommen zurück zu Metroid Prime 3 Corruption. Oh yeah, das letzte Mal waren wir wieder auf Itemsuche und ich habe jetzt erfahren, was ich tun muss und ja, also ich weiß, was ich tun muss, aber ich weiß nicht, wie ich es tun muss und ich sehe gerade hier was zum Scannen. Deswegen mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriege. Wir holen jetzt erstmal auf jeden Fall den anderen Gegenstand, weil ich muss sowieso da in die Gegend. Bionische Daten entziffert. Eintrag Tragik und Exil. Indes die Anhängerschaft der primären Traditionen fern der Realität ihrem Sieg frönten, scharten sich eine Reihe von Lehrmeistern in einem verborgenen Heiligtum zusammen. Es begab sich dort, dass wir unserer Narrheit besannen und bitter bereuten, die Mahnung der Chozo ignoriert zu haben. Wir wurden uns der Torheit bewusst, die Pfade der Lehre blind beschritten zu haben und des Zerfalls des gesamten Brio. Die Verheerung der Kämpfe überzog den Planeten, würde schon bald die verbleibende fruchtbaren Ebenen versengen und nicht als Asche zurücklassen, sich selbst überlassen verlödere der Brio seine knappen, unversehrten Böden und Wässer. Noch einmal mussten sich unsere großen Denker eine gewaltige Aufgabe annehmen, die Rettung des Planeten. Während unsere Feinde die Länder nach uns durchkämpften, erschufen wir Lehrmeister unsere letzte Maschinerie und sandten sie gen Himmel. Und so wurde Elysia geboren. I guess. Okay, also, wir wollen erstmal wieder zurückgehen jetzt hier. Wie schon gesagt, voilà. Lass mich in Ruhe. So. Stimmt, ich kann ja einfach hier abtauchen. Gerade irgendwie komplett verdrängt. So. Wie gesagt, hoffen wir, dass es funktioniert. Beziehungsweise, dass ich es irgendwie richtig gebacken kriege. Das ist jetzt so eine kleine Challenge dabei. Aber erstmal holen wir uns auch das letzte Zeug. Wie gesagt, ein Item fehlt da ja noch. Und da muss ich eh hin. Wenn ich das richtig verstanden habe, das wird dann halt nur ein bisschen... wo ist es denn jetzt? Doch, da hinten ist es. Never mind, alles gut. So, da hinten die orange Tür, ne? Boing, aua. Jetzt bin ich genau zu tief gefallen. Ich glaube, das Großmaul ist wieder da. Es wird mir jedenfalls da oben auf der Map ein Gegner angezeigt. Und ich will gar nicht gucken, was es ist. Ja, sie kommen näher. Ah, danke, liebe Tür, dass du mich jetzt stich lässt. Tür! So. Das sind Bordmissiles. Muss ich die... Kein gültiges Ziel. Stand das da gerade? Stimmt, ich habe ja noch diesen riesen Kanister da. Also draufsetzen kann ich es auf jeden Fall. Das war jetzt einfach richtig, obwohl ich einfach nur random... Ein Glück, dass ich das Teil gerade dabei hatte. Das ist ja faszinierend. Schon cool. Bordmissiles! Yay! Okay, das heißt, wir haben alles in diesem Teil Brios gesammelt. Sehr faszinierend, dass es wirklich richtig war da. Achso, es stand da einfach nur da, weil ich vorhin noch nichts anvisiert hatte. Ja, cool. Was wir jetzt aber dringend noch machen müssen, ist auf dieser Seite das Teil umdrehen. Und ich befürchte fast, dass ich den ganzen Weg, den wir eben gegangen sind, jetzt nochmal komplett laufen muss. Das ist ein bisschen nervig tatsächlich. Ich gehe mal kurz da hinten gucken, weil wir brauchen halt, wir müssen dieses Teil, was wir hier hochgehoben haben, müssen wir bei der Energiezelle absetzen. Wie auch immer ich darauf kommen soll, weil ich habe ja eben mit dem Schiff da geguckt, aber da habe ich nichts zum Absetzen gefunden. Vielleicht habe ich einfach nur nicht aufmerksam genug geguckt. So, weil ich glaube, hier wird uns jetzt leider das Teil den Weg versperren. Ja, da liegt es nämlich genau gerade vor. Ach man, wie dumm. Oh, muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Tja. Wären wir mal zuerst hier hingegangen, ne? Da sitze mal.
Okay, aber ich weiß jetzt immerhin, wie ich da dran komme. Wir müssen das Teil, was wir da hochheben, dann quasi da abliefern. Aber ganz ehrlich, Leute, ich glaube, das werde ich dann irgendwie mal zurechtschneiden. Weil ich will das jetzt nicht nochmal machen. Dann gehen wir nämlich jetzt lieber in den anderen Teil von Bryo. Und fahren zu unserem, also gehen zu unserem Schiff und benutzen den erstmal. Und dann möchte ich doch. Ich möchte jetzt ja auch erstmal wieder ein paar andere Sachen sehen, ne? Ich mache hier immer noch ein Let's Play. Das heißt, wir müssen doch irgendwie mal ein bisschen Fortschritt machen. Wenn wir jetzt wieder erstmal 10 Minuten damit verbrauchen, dahin zu gehen. Tür, geh auf! Mein Gott! Dann, jo. Sehen wir halt nicht so viel. So, jetzt werde ich erstmal wieder angegriffen von den Viechern. Sie kommen! Krass, ich bin entkommen. Ich bin entkommen! Ich glaub's ja gar nicht. So, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Jawohl, sehr schön. Weil dann haben wir den Bryo fast komplett erforscht. Das Einzige, was halt jetzt noch fehlt, ist das Eis und das Feuergebiet. In allen voran das Feuergebiet. Beim Eisgebiet, da war ja, denke ich, nicht so viel. Da war eigentlich nur das mit dem Spider-Ball. So. Okay. Der Bryo. Ich glaube, beim Bryo werden wir sogar am längsten brauchen. Ich habe das Gefühl, Elysia ist irgendwie kleiner bzw. zugänglicher. Und ich glaube, auf Elysia haben wir auch schon mehr gefunden. Aber da bin ich nicht ganz sicher. Bin gespannt, wie es auf der Heimatwelt der Piraten wird. So, also wie gesagt, wir gehen da demnächst nochmal hin. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hin. Ich hoffe wirklich, ich finde das Eisgebiet wieder. Das wird schon wichtig. Dann haben wir zwei oder drei Parts für den Bryo gebraucht. Das ist eigentlich weniger, als ich dachte, ehrlich gesagt. Dann geht's nach Elysia. Wir haben hier auf dem Bryo auch irgendwo noch was mit so einer Phasit-Plattform gehabt. Und ich denke, das war bei Rundas und das war hier. Ja, das war, glaube ich, hier bei dem Feuergebiet. Bei der Glutebene, wenn wir es politisch korrekt ausdrücken wollen. Und da ist immer noch Rundas altes Schiff. Nur wird der damit leider nicht mehr viel anfangen können. Dankeschön. Dankeschön, lieber Jingle. So. Was haben wir hier? Was fehlt hier noch? Eins. Zwei. Das ist sehr überschaubar. Warpstätte. Okay, hier kommen wir zu dem Eisgebiet. Vielleicht wäre es dann sogar sinnvoll, da zuerst zu gehen. Wirklich nur zwei Gegenstände? Ja. Tatsächlich nur zwei. Okay. Das ist doch eigentlich ganz nett. Das ist doch ganz nett, Leute. Dann sollten wir hier vielleicht sogar gar nicht so lange verbleiben. Zurück funktioniert das nicht, ne? Ne, das ist nur ein Shortcut in die andere Richtung. Ist ja nichts, was uns hier was bringen würde. Okay, Moment, jetzt muss ich nochmal ganz genau mir einen Überblick verschaffen. Zur Warp-Ebene einfach nach links. Okay. Einfach nach links, Heina. Jetzt muss ich nur irgendwie da hochkommen. Indem ich zum Beispiel einfach hier draufsteige. So. Da müsste ich eigentlich jetzt hier auch schon so gut wie da sein, glaube ich, ne? Gut, dass das so schön markiert ist. Auch mit den drei Pfeilen habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Los, beam mich hoch, Scotty. Ich hoffe, ich komm weit genug nach links. Ah ja, sieht so aus. Yay! Okidoki. Und hier war jetzt das Eisding, genau. Sehr schön. Da sehe ich es ja auch bereits. Und dann gucken wir mal, was da noch ist. Ich hoffe, wir kriegen da auch eine... Also haben da auch eine angenehme Karte, die uns alles zeigt.
Ich glaube auch allein deswegen, dass wir für den Brio am längsten brauchen werden, weil wir hier, es kommt mir alles ein bisschen verzwickter und verstrickter und in sich verzwickter. Jetzt habe ich irgendwie doppelt gemoppelt vor. Ihr wisst, was ich meine. So, bitte, 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 bitte. Yes, Items werden angezeigt. Sehr nice. Und es sind, boah, zwei sogar. Krass. Guck mal, ne? Nur so ein kleines Eisgebiet. Sind da einfach trotzdem zwei Items versteckt. Sehr cool. Hier sollten wir aber auch schnell... Boing. Durchkommen. Was mich irritiert, ist immer noch, dass Samus stöhnt, aber... sie trotzdem keinen Schaden bekommt. So, nochmal kurz hier einen Überblick verschaffen. Perfekt, jawohl. Jawollo! Also wir gar nicht gucken, wie viele Items wir haben. Können wir auch gleich noch gucken, wenn wir das nächste Mal auf die Karte aufrufen müssen. Oder ihr spult zurück, wenn ihr es auch wissen wollt. So, hier ist ein Upgrade. Irgendwo da hinten. Da sehe ich es. Hätte ich mir das schon längst holen können? Ich hätte es mir längst... Okay, ich hab's einfach übersehen, als wir das letzte Mal hier waren. Ich hab's einfach übersehen. Und es deswegen nicht mitgenommen. Krass. So, dann holen wir noch hier das mit den Spider-Ball-Schienen. Da sehe ich sie doch schon. Da sehe ich sie doch schon. Meine guten Freunde, die Schienen. Ich habe jetzt einfach mal R gedrückt in der Hoffnung. Nevermind, okay. Irgendwo anzukommen. So, aber gut, dann haben wir immer noch mal eine schöne Spider-Ball-Passage hier. Kleines Labyrinth, wie es scheint. Wobei, es gibt nur einen Weg, also von Labyrinth kann man da nicht wirklich sprechen. Nicht so wirklich. Aber ich freue mich trotzdem wegen solcher kleinen Gimmicks hier. Achso, ich kann mich fallen lassen. Ah, okay, jetzt habe ich es gesehen. Gar nicht gesehen, dass es eine Rampe war. Ich dachte, es wäre so eine Schlucht irgendwie. Plapp. Und einfach nach unten und weiter nach unten. Ich hatte die ganze Zeit R gedrückt, weil ich irgendwie Angst habe, irgendwo fallen gelassen zu werden. Ganz ehrlich, Leute, ich hätte so viel Spaß dabei, mir diese solche Spider-Ball-Passagen auszudenken, wenn ich Entwickler wäre. Ist einfach herrlich. Im letzten Part... Oh, das ist sogar ein Energietank. Wow. Im letzten Part noch gesagt, ich hoffe, wir kriegen noch mehr bei solcher Maufball-Passagen. Und ich glaube, dann fehlt dazu noch einer. Ja, tatsächlich. Ein einziger noch, Leute. So, hier, mach mal... Pack mal die Flosse ein, Kollege. Dankeschön. So. Und dann sind wir hier in dem Eisgebiet auch direkt fertig. Das war knapp. Einmal mehr war es knapp. Und können zurück und den restlichen Teil des Brio erforschen. Wir, uns fehlt noch eine Energiezelle hier und noch zwei Gegenstände. Also beim Brio haben wir echt eine ganze Menge Zeug noch einsammeln können. Was schön ist, weil es gibt nichts Befriedigenderes, als in einem Metroidvania Items zu finden. Ich weiß, das predige ich schon seit 5 Milliarden Parts, aber ich kann es halt einfach nicht oft genug sagen. So. Das heißt mit anderen Worten aber auch, wenn wir ja jetzt schon bei 83 sind, also bei 86, wenn wir mit dem Brio fertig sind, dass für Elysia diese Raumstation der Föderation und die Heimatwelt der Piraten nur noch insgesamt auf alle drei verteilt 14 Items übrig bleiben. Das ist tatsächlich extrem wenig so. Schon sehr cool. Wobei, wir haben für die Heimatwelt der Piraten halt noch keine Karte, fällt mir gerade ein. Das ist halt ein bisschen blöd, aber da wir als nächstes Elysia machen, hoffe ich einfach, dass ich noch irgendwas finde. Wobei, da war ja so eine kleine Farsight-Platte in dem Raum, glaube ich sogar. Insofern werde ich bestimmt da die Daten herbekommen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. So. Dann jetzt einfach mal dran ziehen. Bin ich hier richtig? Einfach geradeaus? Ja, ich glaube schon. Wird schon. Ja, im letzten Part ein bisschen viel um R gehört, dafür jetzt hier wieder sehr viel, sehr, sehr vom Fortschritt gesegnet. Zack, einfach in das Vieh reinjumpen. Sehr schön.
Da lacht doch das Herz. Nicht so wie bei ladenden Türen. Da lacht das Herz nicht so ganz. Hier war auch mal ein Raum. Und da hier war nochmal alles voller dieser komischen Phasenviecher. Dieser Phasenblasen. Ups. Aber die konnten wir ja zum Glück alle vertreiben. Beziehungsweise wir haben irgendwie ein rotes Ding von denen gekillt, haben irgendwie ein Achievement dafür bekommen oder irgendwelche Credits. Und dann war es das auch schon. So. Und dann noch der. Wow, okay. Irgendwas hat mich da angesprungen. Warte mal, sind wir jetzt echt schon in dem Raum? Dann nehme ich mal stark an, dass ich hier einfach abtauchen soll. Ah, ich kann einfach da hinten lang gehen. War der Gang schon die ganze Zeit da? Hätte man da gar nicht lang gehen können? Oh, ich sehe gerade. Dann, hätte ich ja auch schon viel früher hingekommen. Warum habe ich das immer nicht gesehen? Hä? Ich muss schon sagen, okay, wahrscheinlich, weil ich... Wahrscheinlich stand ich irgendwie im Weg. Missile Expansion erhalten! Wie viel haben wir? Haben wir schon wieder 200? Ja, wir haben 210 schon. Also 250 ist also die klassische Liste, beziehungsweise 255. Ich weiß aber nicht, was es hier gerade ist. Könnte man natürlich ausrechnen, aber ich habe keinen Bock. So, und jetzt auf zum Runderskampfplatz. Dort war nämlich eine Phasidplatte. AKA etwas, was wir jetzt natürlich mit unseren ganzen schönen neuen Upgrades easy peasy begutachten können. Und hier kann ich jetzt auch einfach durch. Ja. Ja, okay, nicht. Oh, aber doch. Wir sagen scheinbar doch nicht. Aber da habe ich mich getäuscht. So einfach rücksichtslos hier drauf zu rennen. Komm eh bald das nächste Mal wieder an unser Schiff. Bin ich immer noch richtig? Jawohl. Jawollo. Und dann fehlt nur noch ein Item hier auf dem Brio. Das ist diese blöde Energiezelle. Das ärgert mich immer noch so ein bisschen. Dass wir da einfach die falsche Richtung... Oh nee, das ist schon wieder so einer. Oh, es ist nicht nur einer, es sind ganz schön viele davon. Okay, wisst ihr was? Pfeift drauf. Versuchen einfach ganz schnell diesen Mechanismus hier zu aktivieren und gar nicht mit diesen Typen zu kämpfen. So, und währenddessen rasten die Gegner hinter mir richtig aus. So. Sind das neue? Ah, nee, ach, das sind die alten. Das sind gar nicht die, die ich da befürchtet hatte. Okay, ist irgendwo... Also ich höre das Item schon, jetzt müssen wir es wahrscheinlich einfach nur finden. Hier drin. Ja, da ist es. Da ist es! Missile Expansion! Einmal mehr. Okay, dann... Uiuiui. Sind doch ganz schön viele Gegner hier. Kam mir gar nicht so vor eben. So, gut, dass die mich immer noch treffen können hier unten. Also gut designt halt. Ah, und das geht wieder zu. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt schauen, wie kommen wir am schnellsten zu unserem Schiff. Boah, das ist ganz schön weit weg da hinten, ne? Ich glaube, wenn wir diese Abkürzung dann nehmen. Hoffentlich. Autsch, 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 autsch. Ja, ja, komm, lass mich aus deinen... Lass mich aus deinen Fängen! Ich glaube, wenn ich den einfachen Weg da wieder zurückgehe, komme ich nicht sehr weit. So. Deswegen gehen wir einfach mal diese Abkürzung und hoffen, dass wir dann an der Stelle rauskommen, mit dem wir unser Schiff rufen können. Was natürlich richtig nice wäre, wäre, wenn wir jetzt da rauskommen, quasi da in der Nähe von der Energiezelle, das ganze Gedöns, wo wir sowieso noch hingehen, dann beim nächsten Mal eben. Das wäre schon, das wäre richtig cool. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. So, ach so, das, ach ja, das war dieser Shortcut hier nur, oder? Jetzt erinnere ich mich noch gerade, wie gut, dass ich den lang gegangen bin. Ja, das war der Shortcut. Okay, never mind.
immer noch Gegner, die ich bisher nicht gescannt habe, diese Viecher. So, und da sind wir bei unserem Schiffchen. Ja, perfekt, Leute. Gut, das heißt, ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir dann nicht von hier starten, sondern ihr werdet mich schon bei... Das kann ich jetzt hier gerade nicht sehen, das Gebiet. Ich werde dann schon mal hier unten hingehen. Wo waren das jetzt? Genau, ich werde dann schon mal da hingehen. Hier. Das Ding hochladen. Beziehungsweise wir werden hier den Part anfangen, wenn wir das Teil hochladen. Weil dann können wir da einfach hingehen, zack, und dann sind wir auch fertig. Und dann haben wir den Brio abgeschlossen und gehen weiter nach Elysis. Bin ganz froh, dass wir hier fertig sind, wie gesagt, weil das ist ein bisschen unübersichtlich. Das Gebiet cool, aber unübersichtlich. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.